Heute werde ich dir zeigen, wie du dich mit deiner Stier-Venus-Energie verbinden kannst. Der Stier sitzt in deiner innerseelischen Tafelrunde im Uhrzeigersinn gleich rechts neben dem Widder. Während der Widder mit dem Kopf und dem aktiven Willen assoziiert wird, steht der Stier für deinen Hals und damit für den eher passiven Schluckvorgang. Ja, passiv im Sinne von geschehen lassen. Dieses Schlucken hat sehr viel mit dem Thema Geduld und Abwarten zu tun. Einem Thema, welches sich die beiden von der Venus-Energie beherrschten Sternzeichen Stier und Waage teilen. Beim Stier, der ja wie alle anderen Sternzeichen auch ebenfalls in dir wohnt, ist dieses Warten tatsächlich eher passiv. Damit bringt diese frühlingshafte, weibliche Venus-Energie etwas Gelassenheit in diese Zeit. Das gilt allerdings weniger in Liebesdingen. Denn auch die bekannten Frühlingsgefühle bringt die Venus nun mit und kokettiert daher mit dem charismatischen Kriegsgott Ares, Mars. Nach dessen recht männlicher Sturm- und Drangzeit wandelt sie seine kriegerische Manneskraft in Liebeskräfte um und steht damit für den sinnlichen Genuss, womit wir wieder beim Thema Schlucken wären. Denn auch das Essen zählt zu den Venus-besetzten Genüssen, die der Stier wohl zu schätzen weiß. Der Mund ist zwar zum Essen notwendig, aber auch zum Küssen da, wie der Venus-Aspekt deutlich macht. Da sich im Mund die für die Mars-Energie stehenden Zähne befinden, zeigt sich auch hier wieder die Nähe zwischen Mars als Eros und Venus seiner Geliebten. Wie sieht es denn nun bei dir in Sachen Liebe, Genuss, gutes Essen, Ruhe, Feierabend und Wochenendfreuden aus? Interessanterweise wird nämlich seit dem Altertum neben der Liebe, der anderen sinnlichen Genüssen, auch der Freitag mit der Venus assoziiert. Der Ausklang einer arbeitsamen Woche, die häusliche Gemütlichkeit, das ist typisches Stiervokabular, könnte man sagen. Wenn du jedoch so gar nicht die Ruhe weg hast, dein Essen immer nur hastig runterschlingst und von Lebensgenuss bei dir keine Rede sein kann, dann liegt bei dir der Stier mit seiner Venus-Energie im dunkelsten Schattenbereich. Dann ist deine Stier-Venus-Energie unerlöst, blockiert und macht sich vielleicht als Schattenthema in deinem Leben bemerkbar. Gerade dann ist es wohltuend, sich einmal dieser Energie hinzugeben, sie zu fühlen und dir einen Platz in dir und deinem Leben zu geben. Daher möchte ich nun mit dir eine kleine Mini-Genussübung durchführen, um dem Stier in dir zu zeigen, dass auch er, was für ihn außerordentlich bedeutsam ist, zu dir gehört und in dir zu Hause ist. Schließe für einen Moment die Augen. Atme ruhig und gleichmäßig und komme erstmal bei dir an. Nun berühre mit deinem rechten Zeigefinger deine Lippen. Fühle sie. Wie fühlen sich die Lippen an? Die Unterlippe? Die Oberlippe? Sind sie weich oder eher rau? Bist du an den Lippen kitzlig? Überleg mal, was du tagtäglich alles mit den Lippen machst. Was wäre, wenn sie nicht da wären? Was könntest du alles nicht mehr tun? Streichle sie nochmal und bedanke dich bei ihnen, denn sie bieten dir in vielerlei Hinsicht Genuss. Sie sind ein wichtiges Tor zur Außenwelt. Nun lege deine Hand an den Hals. Wie fühlt sich das an? Ist es angenehm oder vielleicht ein einengendes Gefühl? Der Hals trägt nicht nur den Kopf mit dessen Widdersymbolik, er leitet das Geschluckte auch weiter, damit es verdaut werden kann.
sowohl im physischen als auch im geistig-seelischen Sinn. Was schluckst du bewusst? Wozu sagst du ja? Wozu sagst du nein und willst es nicht schlucken? Nun bedanke dich bei deinem inneren und äußeren Hals, seiner Stier-Venus-Energie. Lege die Hände in den Schoß. Atme noch einmal ein und aus. Und dann komme langsam wieder zurück. Denn hier und jetzt. Und öffne deine Augen. Ich wünsche dir heute einen besonders genussvollen Tag, damit der Stier sich in dir ebenfalls am Leben erfreut. Und für heute Nacht empfehle ich dir die Einschlafmeditation zur Entfaltung von Glück und Lebensfreude. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis morgen.